Hey, hallo und willkommen zum nächsten Teil vom Illustrierten Wegweiser, um den Islam zu verstehen. Ein simpler Prospekt für den Verkauf von Islam, um das anzukurbeln mit Falschaussagen, die eindeutig Lügen sind. Naja, da habe ich ja schon ein paar von gezeigt. Anstatt das Verständnis, was Islam ist, die Bedeutung, den Inhalt, Anwendung und das Ergebnis zu vertiefen, wird einfach nur dreist gelogen. Und durch diese Propaganda im Namen Allahs sollen halt Leute angeworben werden. Das ist eine ganz billige, simple Reklame. Sogenannte Dawa-Kanäle, die den Leuten irgendwelche Sachen vorgaukeln, um irgendwie den Islam besser dastehen zu lassen. Und im Namen Allahs, der leider kein Deutsch kann und auf einfache Menschen angewiesen ist, die den ganzen Quatsch interpretieren, weichspülen und dann damit andere betrügen müssen. Eben weil der Islam an sich den Menschen heute so irre wenig zu bieten hat. So, heute kommen wir zum nächsten Teil. Lügen für Allah, und zwar in der Kosmologie. Es geht also um dieses Blättchen, was ja Albert Thul da so rumgewedelt hat, weil die davon überzeugt sind. Aber okay, es stimmt ja, dass ich aus gutem Grund mich kritisch mit dem Koran auseinandersetze. Und besonders kritisch mit Behauptungen von Islam-Apologeten umgehe. Darf ich das? Nein, ein neuer Islam-Anhänger, der muss ja nichts wissen. Der murmelt nur ein paar Wörter so in einer unverstandenen Sprache und das war's. Aber wenn man dann etwas im Islam genauer wissen will oder sogar kritisch betrachten möchte, da gelten dann völlig andere Regeln. Und das habe ich hier auf einer Seite gefunden. Vorweg möchten wir darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, dass ein Korankritiker mehrere Voraussetzungen erfüllen sollte. Er muss Arabisch können, aber das richtige Arabisch, ne? Er sollte sich mit den Interpretationen der verschiedenen Gelehrten auskennen, den Koran als zusammenhängendes Werk sehen. Er sollte nicht einzelne Verse aus dem Kontext ziehen, um die Bedeutung, die vorher gegeben war, zu verfälschen. Außerdem sollte er über einen gewissen Intellekt verfügen, um Aussagen zusammenhängend richtig auffassen zu können. Ey, die sind doch nicht ganz dicht. Islam-Apologeten hier, die vertrauen ihrem eigenen Gott nicht über den Weg. Sie stellen die menschlichen Interpretationen über das Wort ihres Gottes. Sie stellen ihren Gott als einen inkompetenten Stümper dar, der sich nicht klar ausdrücken kann und Menschen braucht, um den Inhalt des Korans zu vermitteln. Dass der Koran, also dass das Wort eines Gottes nachdrücklich sagt, dass der Koran klar sei, erklärt, einfach zu verstehen, mit perfekten Sätzen, mit allen nötigen Informationen und ohne Zweifel, das ist hier zu vernachlässigen. Sie stellen ihren Gott als dummen, ungebildeten Anfänger dar, der nicht mal seine Wünsche in der Sprache übermitteln kann, in der er Menschen erschafft. Und dazu noch jedes Mal einen Kontext benötigt. Okay? Wenn man sich diese Liste hier ansieht, dann wird jedem klar, dass hier so gnadenlos viel Spielraum vorgegeben wird, dass jeder Kritiker ohne Probleme als unfähig dargestellt werden kann, also als ad hominem, also eine Degradierung der Person als solche. So, dass selbst die besten und überzeugendsten Argumente einfach abgelehnt werden können, weil man nicht genug oder nicht das richtige Arabisch studiert hat oder nicht den Gelehrten zitiert, der genau diesen Punkt durch Lügen und Falschdarstellungen beantwortet. Und wenn das alles nichts hilft, dann wird man der Islamophobie bezeichnet und der oder diejenige, die läuft dann schnell weg. So schwach ist der Islam und so schwach sind Koran, Mohammed und der Gott des Islam. Aber genau deshalb brauchen ja verzweifelte Muslime diese Prospekte, die Dawa-Verbreiter, die diesen Menschen, die nun wirklich arm dran sind, etwas Bestätigung geben. Okay, jetzt
sehen wir erstmal nach, was im Koran steht über Kosmologie. Naja, das sind jetzt jede Menge, das sind ja fast endlos viele Sätze über diesen tollen Schöpfer, Schrägstrich Gott, den Erschaffer von Himmel und Hölle und allem, was dazwischen ist. Nur, komischerweise, über unser Universum und unsere Erde, da erfahren wir eigentlich kaum etwas. Wir leben halt auf einer stationären Scheibe, über die ein Firmament gespannt ist, was in fast allen Zivilisationen der Antike geglaubt wurde. Und im Koran ist es solide, fest, ohne Risse, eben um das Wasser darüber vom Wasser unten gleichmäßig zu trennen. Und es wird, und diesmal anders als in der Bibel, von unsichtbaren Pfeilern getragen. Seltsam, dass da noch nie jemand dagegen gestoßen ist. Und dieses Firmament ist geschmückt mit vielen kleinen Häppchen, die wir heute als Galaxien und Sterne bezeichnen. Auch werden diese in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig als Geschosse gebraucht, um die den Himmelsdiskussionen lauschenden Bösewichte zu vertreiben, was ja im Koran so behauptet wird. Es ist halt eine märchenhafte Welt, die viele Beschreibungen aus der Antike von vor über 6000 Jahren einfach kopiert. Und da der Koran samt der Sunna ja wirklich viele mehrdeutige Lobeshymnen und Beschreibungen für diesen Gott, für diesen Schöpfergott parat hält, da sehe ich mir nur ein paar von diesen an, die sich dann mit der Kosmologie beschäftigen und kommentiere sie. Und um anschließend auf das Heftchen zurückzukommen, um mal zu sehen, was da so alles behauptet wird. Also laut Koran muss ein Gott, warum auch immer, etwas schwören. Und irgendwie ist das eine einzige Katastrophe. Was heißt denn das, Sonne ist gleich heller Morgen? Was, wenn es dunkel und grau ist oder nebelig oder sonst was? Der Mond folgt doch nicht der Sonne. Entgegen der Darstellung im Koran sind sie nicht in einer Umlaufbahn um die Erde. Die Sonne hat auch keinen Ruheplatz über Nacht. Wenn ihr folgt, das heißt, wenn er, der Mond, ihr, der Sonne, folgt. Aber wenn sie sie bedeckt, wer macht ihr was? Was genau? Die Nacht bedeckt die Sonne? Quatsch. Nacht ist ja nur ein Teil der Erde, der im Schatten liegt. Was anderes ist das doch nicht. Der Himmel, was ihn erbaut hat, also eine Sache, nicht er hat ihn erbaut, also der Schöpfer, Schrägstrich Gott, hat das nicht erbaut, den Himmel. Und die Erde, dem, was ausgebreitet hat. Schon wieder was. Also, aber wer hat diese Grammatik so verhunzt, ehrlich? Kann der Islamgott denn kein Deutsch? Ist es eine Sache oder ist es eine Person? Ist es, was ihn erbaut hat oder wer? Das ist genauso idiotisch wie mit der Seele. Woraus, bitteschön, wird denn eine Seele geformt? Welche Materialien werden hier eingesetzt? Woher bezieht eine Seele ihre benötigte Energie? Das bleibt alles offen. Und etwas hat die Sünde erschaffen. Also etwas, was falsch ist. Also etwas Tolles hat die Sünde, also etwas Falsches, erschaffen. Damit man dann Angst haben muss und dafür bestraft wird, weil etwas die Sünde erschaffen hat. Also Menschen für das eigene Versagen werden bestraft. Er ist ein toller Gott. Aber keine Angst, es wird noch abenteuerlicher. Im Kapitel 2, Satz 117, steht was von der Schöpfer der Himmel und der Erde, wenn er ein Ding beschließt, so spricht er nur zu ihm, sei und es ist. Okay, also so richtig verstehe ich es nicht, aber hier kann der Islamgott also etwas aus nichts hervorbringen, indem er etwas sagt zu dem Ding, das er ja hervorbringen will. Also muss es doch bereits existieren, oder? Wie sonst kann ein Gott zu etwas was sagen, wenn es noch nicht existiert? Er spricht ja zu ihm, dem Ding, was dann erschaffen wird. Also, das ist sehr konfus, das alles hier. Und dann gibt es so Sätze wie diese hier in 35 Jahren. Lob sei Gott, dem Spalter von Himmel und Erde, der die Engel zu Gesandten mit Flügeln gemacht hat, mit je 2, 3 oder 4. Er erschafft zusätzlich, was er will.
Gott hat zu allem die Macht. Also, wozu denn das Lob? Lob sei Gott. Warum? Wenn ein Schöpfer, / Gott, alles weiß und alles kann, dann braucht dieser doch kein Lob. Vor allem, wenn alles so miserabel erschaffen wurde und nicht so richtig funktioniert. Was genau ist denn der Himmel? Was sind die Himmel? Und was ist Erde? Das müssen wir Menschen irgendwie erraten. Weil wie so oft im Koran ist es ein Ratespiel oder ein Puzzle, wo Menschen ein paar vage Wortfetzen irgendwie kriegen und sich dann irgendetwas zusammenreimen müssen. Das ist so wie mit dem Wasser, das irgendwo zwischen Rippen und Wirbelsäule entspringt. Das muss man suchen, wo im Körper das ist. Aber warum brauchen denn überhaupt Engel Flügel? Die bestehen doch aus Photonen, die brauchen doch keine Flügel. Das ist doch nur Widerstand. Außerdem hält doch der Islamgott alles eigenhändig hoch. Und ein Lebewesen mit drei Flügeln, das hört sich interessant an. Kann dieses Etwas denn geradeaus fliegen? Oder zwei Flügel, also einer links, einer rechts und einer in der Mitte? Oder wie soll das funktionieren? Oder übereinander? Oh Mann, es ist wirklich konfus hier. Dass der Islamgott alles erschaffen kann, was er will, und auch dazu die Macht hat, wird im Koran aber leider verneint. Oder zumindest eingeschränkt, weil dieser arme Gott ja ohne Partnerin keinen Sohn haben kann. Was der Gott der Christen anscheinend besser kann. Aber der hat dafür Probleme mit Streitwagen aus Eisen. Und nur für den Fall, dass man das nicht glaubt, weil hier steht das im Kapitel 6. Wie könnte er Kinder haben, wenn er keine Gefährtin hat? Geht also nicht. Oh der. Naja gut, also wie konfus der Koran aber auch ist, das zeigt sich hier bei der Erschaffung des Universums. Also in Kapitel 2, der alles auf Erden erschuf, dann formte er den Himmel. Oder die Himmel. Also in Kapitel 2 steht, dass erst das, was auf der Erde war, und dann der Himmel dran war. Okay. Und dann in Kapitel 79 ist der Widerspruch, er erschuf die Himmel, bereitete danach die Erde aus. Okay. Ja, man kann sich das jetzt aussuchen. Mal braucht der Schöpfer, / Gott, 6 Tage, mal 8. Das heißt also hier in diesen 4 oberen steht ganz klar drin, 6 Tage. Und dann in Kapitel 41 steht da drin, die Erde in 2 Tagen plus Berge und Nahrungsmittel in 4 sind 6 und er schuf die Himmel in 2 weiteren Tagen, also 8. Jetzt kommen Apologeten und sagen, nee, die Berge, das ist ja nicht ein eigenständiger Teil, sondern die Erde ist ja erschaffen worden und die Berge zusammen, also die 2 und die 4 gehören zusammen. Und dann haben wir dann, die 2 sind Teil von 4, also insgesamt 4 und dann sind wir wieder bei 6. Das steht aber so nicht im Koran. Naja, was soll man von so einem Gott auch erwarten? Nach 4 Milliarden Jahren, also so lange hat ja die Erde bisher bestammt, dann kann man schon mal so eine Gedächtnislücke haben, ne? Und der Satz, den ich vorher gezeigt habe, in 21,30, der ist entweder blamabel oder lachhaft. Es ist doch nur ein verzweifelter Versuch, Eindruck zu schinden, um die Ungläubigen durch irgendeine Behauptung zu beeindrucken, egal wie idiotisch und oder falsch die ist. Die Erde und ein Himmel oder viele Himmel, was immer das auch sein mag, waren nie eine Einheit. Die Vorstellung ist absurd. Dieses Trennen von Erde und Himmel ist eine uralte Sage, entstanden vor 6000 Jahren. Die finden wir oben bei den Sumerern und bei den Ägyptern drüben. Ne? Ebenso die 7 Himmel und die 7 Erden. Leider liegt zwischen Erscheinen des Universums und der Erde ein Zeitraum von ca. 10.000 Millionen Jahren. Und das ist die Größenordnung des Fehlers im Koran. Das heißt also, das kann sich unmöglich auf den Urknall beziehen, obwohl das andauernd behauptet wird. Aber Menschen damals konnten das ja nicht wissen. Aber ein Gott, also ein allwissender Gott, der sollte davon doch Kenntnis haben, oder? Naja, und das Nächste, dass man da aus dem Wasser nichts herstellen kann, das lasse ich hier mal unkommentiert, das ist ja Blödsinn. So, jetzt gehe ich mal jetzt auf die Verkaufsbroschüre ein, um zu sehen, was die sich da ausgedacht haben. Das heißt also, wir haben ganz viele Sätze im Koran und mal gucken, worauf die sich hier beziehen.
Auf der Seite 18 geht das dann schon los mit dem Kopfschütteln. Ein Gott sollte doch wissen, dass Gas und Rauch grundsätzlich verschiedene Eigenschaften haben. Rauch ist ein Nebeneffekt von Verbrennung und enthält Partikel, verbrannte Partikel und dazu noch Gase. Aber Gase enthalten das alles nicht. Auch war das Universum kurz nach dem Urknall weder Rauch noch Gas. Und ihr möchtet mal etwas anmerken. Im Heftchen steht etwas über eine Komposition und dann folgt eine Fußnote. Und es suggeriert, dass hier ein Nobelpreisträger, der Steven Weinberg, dass der zitiert wird. Nur ist das ja nicht der Fall. Es gibt eine Aussage und dann kommt einfach nur der Titel eines Buches mit einer vagen Angabe von Seitennummern. Da steht nicht, in welcher Ausgabe, wo genau was steht. Und ich habe mir diese 11 Seiten mal durchgelesen und nichts gefunden, was auch nur im Entferntesten dem entspricht, was hier behauptet wird. Es geht dort um Neutrinos und die Entstehung der ersten Teilchen. Es ist also wieder einmal der Versuch, hauptsächlich Muslime oder angehende Muslime zu täuschen, indem man so tut, als ob die völlig idiotischen Behauptungen in diesem Blättchen wissenschaftlich belegt seien. Ist nicht. Die Aussage im Koran ist also in mehrfacher Hinsicht falsch. Sich dem Himmel zuzuwenden ergibt keinen Sinn, denn wir wissen nicht, was mit Himmel überhaupt gemeint ist. Zu keinem Zeitpunkt bestand der Himmel oder das Universum aus Rauch. Und das Wort dann zeigt, dass erst die Erde geformt wurde und dann, also daran anschließend, das Universum. Was ja ganz offensichtlich ein Fehler ist. Eben ein Fehler der Größenordnung von 10.000 Millionen Jahren, die zwischen dem Erscheinen des Universums und der Erde liegen. Die Aufforderung, also eine mündliche Aufforderung, hier an Erde und Universum gerichtet, ist auf Niveau eines Märchens. Vor allem, weil ja beide noch die Antworten. Also unglaublich, was einem hier verkauft werden soll. Aber ehrlich mal, glauben Muslime das tatsächlich? So, zum Schluss folgt ein Auszug aus der Bukeismus-Reihe. Weil ein damaliger Geologieprofessor an der Uni Mainz, nicht der bekannteste Geologe der Welt, ein Dr. Kröner, nicht Kroner, sondern Kröner, zitiert wird, der in einem Sindani-Video gesagt hat, ich denke, es ist fast unmöglich, dass er, also Mohammed, von Dingen wie den Ursprung des Universums gewusst haben konnte. Naja, und das stimmt ja auch. Konnte ja auch kein Mohammed wissen. Und naja, in einem E-Mail-Austausch mit ihm hat er mir erzählt, wie das damals zustande kam und wie er einfach falsch zitiert wird. Es wird ihm einfach was in den Mund gelegt und er hatte dann irgendwie keine Lust, ne, dies rechtlich zu verfolgen. Zumal ihm seine Rechtsbeistände gesagt haben, es bringt nichts, du kannst in Saudi-Arabien keinen verklagen. Und Muslim-Apologeten sind nicht besonders ehrlich. Die sind nicht ehrlich genug zuzugeben, dass dies alles falsch ist und werben immer noch mit längst widerlegten Behauptungen. Zumal Dr. Kröner selber in einem Interview, was hier gerade neben mir abläuft, klarstellt, dass er das so nie gesagt hat. Das Video ist für jeden zugänglich auf dem Kanal vom Rationalizer. Es ist einfach nur ein verzweifelter Versuch von Islam-Apologeten, etwas Sinnvolles in den Koran zu projizieren, auch wenn es nur gelogen ist. Naja, das war's dann auch schon mit dem Koran und der Entstehung des Universums, der Kosmologie, die auch fälschlicherweise so bezeichnet wird, weil die Entstehung des Universums ist eigentlich Kosmogonie. Die Kosmologie ist eigentlich nur das bestehende Universum zu analysieren und zu beschreiben. Naja, aber das sind Feinheiten. Okay, lassen wir das. Was wir sehen, ist, dass was im Koran steht, das stimmt nicht mit der Realität überein. Und das, was in der Realität, der Wirklichkeit, was da passiert, steht nicht im Koran. So ist das halt leider. Gut, ciao for now, bis zum nächsten Video, dann über das Gehirn.